Hallo, ich bin Sloibet und heute werde ich mit euch hier unten noch mal ein bisschen was bauen. Wenn einer von euch wissen will, ob ich hier weitergekommen bin, das werde ich nachher noch beantworten. Ich habe hier nämlich auch schon wieder ein bisschen umgebaut, weil ich, Sloibet, hatte einfach Bock dazu und ich werde noch mal gucken, was ich hier noch umbauen kann. Bis gleich. Tut mir leid, dass Discord dazwischen gefunkt hat. Ist aber so. Jetzt gehe ich noch mal nach hier hinten rein und schau mal da. Da oben, da habe ich etwas umgebaut. Ich gehe mal ein bisschen nach oben und guck mal hier. Da habe ich hier im Moment ein bisschen Stein rausgehauen hier. Und etwas Grundgestein hier verlegt, hier und da und da an der Wand gemacht, ja. Ich hatte Bock einfach zu was ein bisschen umzubauen. Und ich kann auch zeigen, was da drin ist. Da sind zwar Betten drin, aber das möchte ich auch nochmal zeigen, richtig. Da habe ich eine gute Tür drin hier. Ja. Meine Betten und die beiden Betten von Foxy. Bett ist zu weit weg. Respawnpunkt festgelegt. Du kannst nur nachts schlafen. Jetzt werde ich mal nach oben gehen. Hier, das ist verkehrt. Hier, da ist es noch. Mann. Mit der Erde rein. Dann gehe ich weiter nach oben. Bett ist zu weit weg. Respawnpunkt festgelegt. Du kannst nur nachts schlafen. Und so, dann hole ich hier halt eine Sache rein, hier. Und da. Und dann werde ich mal nach da ganz, ganz hinten hingehen, wo dieses eine Dorf da ist. Das ist da ganz, ganz hinten. Ich, Norbert, habe heute mit euch sehr viel vor. Ja. Denn ich, Norbert, habe auch schon einiges gemacht. Ich habe auch schon mein End gezeigt an einem Tag mal. Das sollte man eigentlich nicht sehen, wie weit ich bin, aber manchmal zeige ich die Sachen trotzdem, weil meiner Meinung nach haben alle das Recht zu erfahren, wie das End von mir aussieht, wie weit ich schon gekommen bin. Da hinten da. Da gehe ich hin und ich werde mal gucken heute, was ich so alles gemacht habe. Alter Falter.
habe ich mich, musste ich viel machen. Oh, Scheiße, ey. Oh, dieses blöde Lama da hinten geht mir auf den Sack. Bin gleich wieder da. Jetzt geht's weiter. Ich habe vorhin noch was mit Vergiftung ausprobiert, aber ich. Bei mir funktioniert das ja nicht. Schade. Dann gehe ich nochmal hier hin. Ich werde mal hier schauen, was ich hier einbaue. Vielleicht ein Bett sogar. Ich mache im Bett rein. Ganz einfach. Ich habe hier viele Betten, habe ich. Ja, ich habe hier alles für mich drinne. So. Was habe ich hier noch alles Schönes drin? Ich mache immer alles kaputt. Das verstehe ich nicht. Dann habe ich hier wenigstens schon mal hier zwei Betten drin. Und heute Abend, wenn es wieder dunkel hier wird, dann. Ich baue mir hier ein kleines Schlafzimmer. Ich hätte nämlich kein Dorfbewohner drin zu pennen.
Es hat mich sowieso schon die ganze Zeit genervt. Ach Mann, jetzt gucke ich noch mal nach, was meine Leute drüben machen. Meine kleinen Mini-Freunde. Denn ich habe heute auch noch gesprochen, dass ich habe versprochen, dass ich noch vorbeischaue. Bei meinen kleinen Mini-Freunden. Ja, was sagen die Dorfbewohner so? Schlafen die mal wieder? Mal sehen, was könnte ich schmelzen? Hier. Und ich habe mich schon gefragt, wo die jetzt alle sind, weil ich bin die ganze Zeit hier gewesen. Hab an diesem Eishaus gebaut. Ich bin die ganze Zeit hier alleine. Die ganze Zeit hier. Wo sind denn meine ganzen Leute? Mir ist so langweilig. Erstmal kam bei mir die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber ich vermisse die alle hier. Ich schau mal hier nach und dann. Da ist ein bisschen Seelenerde. Das habe ich ja mir selber geholt heute. Ich bin hier schon mal gewesen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Vielleicht mache ich irgendwo mal eine kleine Diebstahltour. Oder ich mache irgendwo mal was kaputt. Und dann fackel ich hier eher was ab, weil ich hab mal Bock, was niederzubrennen hier. Ich hab das Verlangen, hier irgendwie was abzufackeln. Die ganze Zeit schon.
Alter, was soll denn das jetzt? Ja, da bin ich schon gewesen. Dann gucke ich mal hier rein. Liegt hier einer? Ich will ihn ein bisschen ärgern. Heute Abend habe ich die Lust, die Leute ein bisschen hier zu trollen. Denn ich, Leubert, habe manchmal Lust, die Leute zu ärgern. Ja, ich, Leubert. Komm her. Heute bin ich ein kleiner Unruhestifter. Heute bin ich hier ein kleiner Unruhestifter.
bisschen ärgern. Also bin ich ein richtiger Unruhestifter. Komm her. Komm her, du bist dran hier. In Flammeninferno. Versuche hier ein bisschen Unruhe zu stiften. So, das habe ich mit Absicht gemacht, um ihn zu ärgern. Ja, heute habe ich einfach so einen lustigen Tag, wo ich einfach nur Scheiße baue. Das habe ich ja mein brennender Seelensand. Das ist eine Schildkröte. Hier bin ich wieder, Lolbit. Ich wollte euch nur sagen, das war mein Tag heute. Ich habe mal ein bisschen Dorf. Ach, tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen versabbelt. Ich habe in einem Dorf heute ein bisschen Unruhe gestiftet. Etwas Scheiße gebaut. Und hier hinten an meinem kleinen Winterhaus weiter gebaut. Mal sehen, was ich daraus mache. Ich werde sehen, was der Tag morgen so bringt. Das wollte ich nur mal sagen. Und damit will ich mich langsam auch verabschieden. Na, weil was mache ich denn morgen noch?
Muss ich gucken. Ich wollte heute einfach ein bisschen Mist bauen, weil ich Lust dazu hatte. Was mache ich denn nachher noch? Ich gehe noch ins Nether ein bisschen und baue da vielleicht was oder mache da was kaputt. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.